Leute, hier ist FlyingGamer1 und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir transportieren im Moment einen Vorratstank von Stuttgart nach Bratislava. Und ja, hier seht ihr unseren LKW, den wir jetzt seit einiger Zeit haben. Gut, jetzt war es im letzten Teil, wo wir ihn gekauft haben. Und sind dann kurz hier losgefahren. Die ersten 20 Kilometer haben wir schon mit dem neuen Truck zurückgelegt. Ich habe den ja auch selber bei mir, und als ich mal kurz das ausprobiert habe und zwar Gas und Bremse gleichzeitig benutzt habe, aber nicht in dem Gang, da bin ich falsch, sondern im... Dann geht er kurz so runter, Achtung. Das ist so plopp. Achtung, hört mal. Hört man es gleich von außen besser, müssen wir gucken. Er will nämlich immer losfahren, dann wird er aber gleich wieder abgebremst. Gut, ich löse auch mal die Bremsen und wir machen uns mal weiter auf den Weg Richtung Bratislava. Wir gucken am besten kurz mal auf der Map vorbei, wo es denn heute, naja, heute werden wir wahrscheinlich nicht da ankommen in dem Teil, aber in einem der nächsten Teile werden wir dort ankommen, wo es heute hingeht. Und zwar geht es heute über die A8 hier entlang. Ich glaube, die Strecke sind noch nie gefahren. Wir haben jetzt bis jetzt fast 50% schon erkundet, fast 45% sind genau. Also im Moment sind es 44,68%, ganz genau. Ja, dann geht es hier an München vorbei, weiter über die A99, dann wieder auf die A8 und dann Richtung Österreich, Salzburg, Linz, Wien und dann nach Bratislava. Bratislava liegt aber, glaube ich, nochmal hier rechts in dem Land 1. Ich weiß nicht, ob es Slowenien oder sowas ist. Weiß ich gar nicht so genau. Da kenne ich mich gar nicht so genau aus. So, wir haben noch vollen Tank. Sehr gut, der LKW ist auch 20 Kilometer bis jetzt gelaufen. Ich würde es wirklich freuen, wenn ich jetzt mal wirklich so komplett, unbeschädigt dann mit dem Mercedes. Und es wäre natürlich auch noch geil mit der Fracht in Dings Bratislava ankommen. Das wäre natürlich übelst cool, weil ich weiß gar nicht, ob ich es jemals schon mal geschafft habe, Fracht und LKW ohne überhaupt 1% Schaden sicher an den Zielort zu bringen. Das war, glaube ich, bis jetzt nur ziemlich selten der Fall, und es wäre ganz cool, wenn es mal wieder der Fall wäre, besonders weil es jetzt die erste Fahrt mit dem neuen LKW und da muss er ja nicht gleich Schaden nehmen. Und ja, deswegen wäre es natürlich ganz cool, wenn ich es hinkriegen würde. Ja, halt mal, ohne Schaden hinzukommen. Mittlerweile haben wir immer noch, aber wir haben noch 0% Schaden im Moment. Und ja, das ist noch alles ganz gut. 10 Stunden dauert es noch, 631 Kilometer haben wir noch vor uns. So. Ja, das sieht alles ganz gut aus, bla bla. Ich bin aber wirklich ziemlich zufrieden mit unserem Kauf vom LKW. Also, ich glaube, da haben wir schon eine richtig gute Wahl getroffen. Der Mercedes ist kein schlechter LKW. Mir gefällt der schon ziemlich gut. Es gibt da natürlich schon mittlerweile, also nicht im Spiel einen neuen, sondern ja, in echt gibt es schon einen neuen. Und zwar ist der Mercedes Actros MP4. Könnt ihr ja mal bei Google eingeben, Mercedes Actros MP4. Da seht ihr den dann. Der sieht halt so ein bisschen anders aus von vorne. Ja, Facelift halt. Von innen weiß ich gar nicht, ob der anders aussieht. Ich kenne ihn bis jetzt nur von außen auf Bildern. Und ja, ich fahre gerade mal hier rüber, auch wenn da jetzt das Auto da hinten fährt. Okay, wir wurden nicht geblitzt, dann ist gut. War ich also nicht so schnell. Und ja, guckt ihn euch mal an. Den, ja, ich weiß gar nicht, ob der mir jetzt unbedingt so besser gefällt als der alte. Also ich weiß jetzt nicht, so viel besser ist der jetzt auch nicht. Ich finde eigentlich, also das ist jetzt sozusagen jetzt schon wieder der alte hier. Und ich finde den ja auch hier noch ganz cool, den wir jetzt hier im Spiel haben. Und ich weiß nicht, so, naja, so viel besser gefällt mir der neue jetzt auch nicht. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde den hier auch ganz cool. Besonders von der Lackierung her haben wir ja so lange rumgemacht. Ich konnte mich nicht entscheiden, was wir nehmen. Und dann, ich muss sagen, ich bin jetzt doch richtig zufrieden mit der Lackierung. Sieht schon sowas von hammergeil aus. Also mir gefällt die richtig cool. Richtig gut. Richtig, mir gefällt die richtig cool. Ey, was ist das für ein Satz? Ich muss mal ordentliche Sätze formulieren. Also mir gefällt die richtig gut, besonders also dieses Rot und dann halt diese blauen Streifen so da drüber und einfach diese, auch diese Farbkombination. Also ich finde das geil, aber auch der LKW an sich, der macht halt nochmal einfach nochmal besser. Und da ist Radarkontrollen zu Ende hier und ich muss besser gucken, wo ich lang fahre. So, gleich haben wir die 100 Kilometer mit dem LKW geschafft. Ich könnte eigentlich mal ein Tempomat reinmachen, ich weiß nicht, wieso ich das nicht schon reingemacht habe. So, 89 km/h ist der Tempomat drin. Ich weiß nicht, wieso manche, jemand hat mir nämlich mal in die Kommentare geschrieben, er könnte schneller als 90 km/h fahren. Es gibt so einen Mod, es gibt so eine Map, die man sich halt als Mod runterladen kann. Und dann gibt es da irgendwie so ein, für diese Map, so einen Mod, dass es irgendwie kein Speedlimit mehr für den LKW gibt. Das heißt, er kann dann wirklich bis 120 fahren. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das jetzt nur mit der Map geht. Wahrscheinlich geht es mit irgendeinem Mod, das man sich runterladen kann. Aber ich glaube, wenn man das Spiel einfach ohne Mods irgendwie ganz standardmäßig spielt,
kann man nicht schneller als 90 km/h mit dem LKW fahren, da ist die Begrenzung eingebaut. Was ich ja eigentlich ganz gut finde, weil das ja dann auch ziemlich realistisch ist, man kann ja nicht schneller als 90 km/h fahren. Oh mein Gott, also man muss ja jetzt auch nicht mit dem LKW so jetzt hier mit 120 km/h über die Autobahn brettern. Wäre natürlich auch mal ein spannendes Erlebnis, aber... Oh, guck mal hier, zwei Autos. War das nicht eben auch noch ein Autotransporter? Drei Autos... Oh, fuck, ey! Scheiße, ich wollte doch eben noch ohne Schaden ankommen. Dann halt die nächste Fracht. Da geht's dann halt ohne Fracht. Ich würde sagen, wir reparieren den gleich, damit wir auf den Seen und den Dings Bratislava reparieren wir dann, aber... Schade, schade, schade. Ich wäre so gerne ohne Schaden angekommen. Ist das... Ach, guck mal, das Mercedes, beides mit Anhänger, aber der da vorne weiß ich gar nicht, was das für einer ist, aber alles Autotransporter, also die lassen wir mal vorbei, die Kollegen hier an der Seite, der mit seinem Audi, so sieht es aus, ja, Audi. So, ach man, schade, ich wäre so, so gerne echt jetzt mal ohne Schaden angekommen, aber gut. So, da ist eine Tankstelle, die sieht aus wie Shell von hier hinten, von den Farben her, so gelb, orange, so, aber das ist, ja, hier keine Shell, gut. Wir werden nicht tanken müssen. Schlafen haben wir jetzt auch die Anzeige hier oben rechts im Display ja drin. Da sehen wir, dass wir jetzt erstmal noch nicht schlafen müssen. Wir haben noch Zeit. Wir können auch mal genau gucken. Wir haben noch bla 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 blub. Oh, 2% Schaden an so einem Truck schon. Es fängt an zu regnen. Okay, wir wechseln mal die Spur nach links, wenn der Kollege überholt hat hier links. Komm, mach hinne. Oh, jetzt bremst der auch noch ab. Oh, fuck, war das aber knapp eben. Der Mercedes-Fahrer da aber auch hier. So, das sind Skoda-Autos, so wie es scheint, Octavia, wenn ich mich nicht irre. So, das war auch ein Mercedes, das ist alles so Mercedes, als ob die so von einer Firma alle drei so, ich fahre noch alle die gleichen Autos und so. Und ja, das ist auch hier der von BCP. Also wir haben noch 8 Stunden Fahrt, wollte ich mal gucken. Wir können noch 18 Minuten fahren und, oh, wir müssen uns beeilen, wenn ich es noch schaffen will, ohne eine Pause dort nach Bratislava zu kommen. Also Treibstoff sollten wir genug haben, wir gucken mal. 1200 Kilometer, gut, wir müssen nur 500 Kilometer fahren. Treibstoff reicht auf jeden Fall, aber damit wir noch, bevor wir, ja, wir haben noch 8 Stunden, 10 Minuten, bis wir schlafen müssen und es sind noch 8 Stunden, 13 Minuten jetzt, bis wir, also ich muss noch ein bisschen Gas geben, noch ein bisschen schneller fahren, als das Navi einberechnet hat, dann sollte es klappen, dass wir noch in Bratislava ankommen, bevor wir irgendwie eine Pause machen müssen und konnten können dann, nachdem wir die Fracht abgeliefert haben in Bratislava, können dann eine Pause machen und ja, können also erstmal dann die Fracht ab. So, wir sind jetzt auf der A99, glaube ich, oder? Sehe ich das richtig? Ja, hier nach München, Salzburg, Nürnberg, in die Richtung wollen wir nicht, hier rechts nach Zürich, wenn ich richtig gelesen habe, ja, nach Zürich, in die Schweiz, nein, wir wollen, ja genau, nach Salzburg ist es ja in die Richtung Österreich, so, den überholen wir gerade mal hier, das ist aber ein ziemlich seltener Fall, dass wir mal so Autos so viel überholen, also beziehungsweise im echten Leben ist das ziemlich ja selten auf der Autobahn, dass so ein LKW mal so ein Auto überholt, das passiert ja eigentlich so gut wie fast nie, also eigentlich so gut wie gar nicht, dass man so ein LKW so ein Auto überholt, aber naja gut, wenn so ein Auto mal 80 fährt, der LKW fährt dann 85, gut, dann überholt er das mal, aber also das ist, so wie ich das immer so mitbekomme, ist das nur relativ sehr selten. Aber die fahren ja auch hier in manchen Situationen ziemlich langsam, die Autos, wo ich dann halt mit dem LKW ein bisschen schneller fahre und dann überholen wir die halt auch mal. So, wir fahren hier weiter, fahren nicht ab. So. Gut, ich bleibe auch mal in der Navi-Ansicht. Es gibt ja jetzt noch diese von oben, von ganz oben und von da. Ich weiß gar nicht, ob man bei so einem echten Navigationssystem beim Auto... Ich glaube, man kann da auch so wechseln. Aber ich weiß nicht, ob man da nur zwischen so nach oben und so von hinten wechseln kann. Die ist ja eigentlich auch ziemlich cool, die Ansicht so. Aber da kann man nicht einfach so weit nach vorne voraus gucken. Wenn ich jetzt einfach nur ja, jetzt hier gucken würde, dann wüsste ich nicht, dass ich jetzt gleich... ich war nicht zu schnell, gut. Dann wüsste ich nicht, dass ich jetzt da gleich rechts muss. Es wäre ziemlich schwer, das jetzt zu wissen. Dann weiß man das nun ziemlich spät, deswegen bleibe ich lieber in der Ansicht. Da ist man ein bisschen früher informiert und dann können wir auch sicher rüberfahren. Also, Ausfahrt. Es geht runter. Ich glaube, es war jetzt schon Richtung Schweiz, wenn ich es richtig... Österreich meine ich. So, der Busfahrer da vorne mit seinem weißen Reisebus, den überholen wir gerade mal. Ich weiß nicht, was das für eine Marke darstellen soll oder ob das Marke Eigenbau ist. Ob es den Bus überhaupt so in der Art gibt, weil die meisten Autos sind ja so nachgebaut. Hier Mercedes, Audi, wie ihr gesehen habt. Keine Ahnung, Opel Astra gibt es, glaube ich, und Mercedes T-Klasse T-Modell ist es, glaube ich, oder so. Und ja, ich weiß gar nicht, ob der Bus irgendwie auch so in so einem bestimmten Modell nachgebaut wurde. Die LKWs aber auch auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob die Trailer, ob die auch irgendwie nach dem Modell nachgebaut wurden.
Keine Ahnung. So, Prag, da wollen wir nicht nach Tschechien. Wir wollen hier links lang. Also holen wir den Bus mal. Den grünen haben wir diesmal. Salzburg, Innsbruck nach Österreich. Da geht's hin. Die wollen anscheinend mit ihrem Reisebus hier drüben nach Prag. Könnten wir natürlich jetzt nachfahren, wenn wir mal hinterherfahren und gucken, wo die wirklich hin wollen. So. Ich habe auch eine kleine Neuerung. Gut, die merkt ihr jetzt nicht. Das ist jetzt nicht wirklich im Spiel Neues, sondern bei mir. Ich hab mir ja mal die Festplatte gekauft, wie ich es euch mal erzählt habe, um einfach meine aufgenommenen Videos, die ich auf meiner Hauptfestplatte habe, mal nicht auf meinem PC zu haben, sondern also meinem Rechner auf den Festplatten, sondern halt auch nochmal auf einer externen Festplatte, damit ich einfach auf meinem PC nochmal so an sich so ein bisschen mehr Speicherplatz habe, um einfach, ja, weil ich habe ja zwei Festplatten in meinem PC, eine mit Windows, also mit Betriebssystem, die andere ist einfach so noch als zweite Festplatte drin, die zweite Festplatte, die, also ist Laufwerk D heißt die, glaube ich, da nehme ich immer meine Videos drauf auf, das sind 500 GB, nur, ja, dann ist es so, dass ich nämlich auf meiner Hauptfestplatte, die war fast voll, ist auch 500 GB und da waren dann nur noch so 10 GB oder so frei. Deswegen habe ich mir mal die externe Festplatte gekauft, um die vielen Gigabyte, um den vielen Speicherplatz, den die Videos, die halt dann am Ende auf YouTube hochkommen, online kommen, um die einfach mal von der einen Festplatte runterzukriegen, um vielleicht da nochmal, um halt da nochmal ein bisschen Speicherplatz für zum Aufnehmen von Videos zu kriegen. Das heißt, ich habe so ungefähr dann um die 700 GB Speicherplatz, so mir ungefähr so, ja, habe ich dann so ungefähr, um halt so Aufnahmen zu machen. Dann muss ich es halt wieder alles speichern, rendern und dann kann ich halt wieder, habe ich halt wieder so viel, wenn ich das dann wieder lösche, habe ich dann wieder so viel Gigabyte Speicherplatz. Und ich glaube, wir müssen hier links fahren und nicht rechts, ja genau, das ist eine Einzelabfahrt. Und ja, da ist es so, dass ich jetzt einfach mal probiert habe über den USB, ich habe meine Festplatte jetzt mal angeschlossen. Ich habe nicht so sicher, ob es geht, weil die Festplatte kann zwar USB 3.0, aber mein Rechner, der kann nur USB 2.0, der hat keinen 3.0 Anschluss, leider. Und deswegen überträgt er ja jetzt nur mit USB 2.0 und das sind ja irgendwie 20-30 Megabyte pro Sekunde. Und so ein Video ist ja schon nach einer Minute um die 1,5 Gigabyte groß. Und da muss, ich weiß nicht, ob der das jetzt schafft, rechtzeitig schnell genug zu übertragen. Es scheint aber so, weil es läuft ziemlich flüssig, läuft ziemlich gut. Und es ist eigentlich ganz cool, weil die Festplatte hat 2 Terabyte. Na gut, jetzt nehmen ein paar Gigabyte, nehmen halt die schon die gerenderten Videos dann ein. Aber dann habe ich noch auf jeden Fall 1 Terabyte immer irgendwann frei, um halt dann noch Aufnahmen da drauf zu machen. Und das ist für mich eigentlich ganz gut, weil dann komme ich da nicht im Moment so in Bedrängnis mit dem Speicherplatz. Kann da schön aufnehmen und habe damit kein Problem. Und trotz USB 2.0 läuft es ziemlich gut, weil USB 3.0 hätte natürlich mit 100 Mbit pro Sekunde, 100 Megabyte pro Sekunde übertragen. Und ja, aber es funktioniert anscheinend auch mit USB 2.0, bin ich sehr froh drüber. Das Spiel läuft perfekt flüssig mit genug Bildern pro Sekunde. Über 30 sind es, so immer um die 40 so. Also so wie auch bei, so wie wenn ich auch mit der, so wie wenn ich auch so aufnehme halt mit der, wenn ich auf die Festplatten, die im Rechner eingebaut sind, wenn ich auf die aufnehme ganz normal, ist genau gleich. Also perfekto. Was ich mir aber letztens noch überlegt habe für den Eurotruck Simulator, und zwar war es ja so, dass seit dem Patch wieder hier bei der Bank von uns Kredite aufgenommen werden können. Gut, wir haben jetzt 500.000 Kredit aufgenommen, es fehlen noch 341.000, die wir noch zurückzahlen müssen. Aber wir können hier noch 150.000 an Kredit aufnehmen. Ich überlegte nämlich, ob wir uns vielleicht nochmal so einen kleinen LKW kaufen und dann vielleicht mal wieder einen Fahrer einstellen, weil der kann uns ja nochmal so ein bisschen Kredit und Geld bringen und ja. Den haben wir jetzt wieder leider rausgeschmissen. Der muss sich halt dann erst wieder so einarbeiten und so. Das dauert ja dann wieder, bis der ordentlich Geld verdient. Aber wo sind wir jetzt hier? Wahrscheinlich Republik Österreich, wenn ich gerade richtig gelesen habe. Ja, hier geht's nach Salzburg. Wieso auch immer ich gerade nach links ausgeschäft bin. Bin, glaube ich, außerdem nach links gekommen. Ja, wie soll ich sonst nach links fahren? Der LKW fährt ja nicht mal allein nach links. Wir wollen nicht nach Salzburg. Wir wollen hier weiter geradeaus auf der A1. Und ja. Wir haben leider 1% Schaden, haben jetzt 350 Kilometer zurückgelegt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir zurückgelegt hatten, bis wir dann, bis wie viele Kilometer ich geschafft habe ohne Schaden. Aber gut. So, hier sind 90 km/h vorgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt eine Radaranlage irgendwo steht. Aber gut, wir können ja 90 fahren. Fahren wir auch so schnell. Ich weiß nicht, wieso die Trucks hier nicht so schnell fahren, aber es soll nicht mein Problem sein. Ich liefere die Fracht hoffentlich pünktlich, sollte aber jetzt kein Problem sein, wir haben noch Zeit. Wir können jetzt mal gucken, ob wir jetzt ja, das sollte jetzt ohne Ruhepause schaffen bis jetzt. Jetzt sind wir sogar eine Stunde über der Zeit. Also wir haben jetzt noch eine Stunde dann eigentlich so Restzeit, nachdem wir die Fracht jetzt genau abliefern mit der Restzeit, die wir hier haben. Dann haben wir genau danach noch eine Stunde in Bratislava, also eine Stunde bis wir wieder schlafen müssen. Die werden wir dann gleich wahrscheinlich schlafen und dann mal gucken.
Gut, auf dem Rastplatz werde ich den Teil gleich beenden. Und dann werden wir im nächsten Teil uns weiter auf den Weg nach Bratislava machen. Haben noch 4 Stunden 45 Minuten vor uns. Noch 294 Kilometer. Es kann gut sein, dass wir im nächsten Teil schon ankommen. Wird knapp. Wie teuer ist der Diesel hier? Wir werden nicht tanken, aber es... 1,35. Okay, ich tanke doch voll. Komm, das ist so günstig. Da tanken wir mal kurz voll. Wir haben aber gar nicht so viel Geld. Egal, das reicht jetzt gerade, wie viel ich drin habe. Nur 28 Liter ist wahrscheinlich fast voll. So gut wie. Naja, gut. Okay, nicht ganz. Aber fast. Ich halte hier. Und... ja, ich komme, lass uns den Motor am Abstellen, rundum leuchten aus. So, was ich euch zeigen wollte. Auch Schaden 2%. Nein! Auch schade, 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 schade. 19.241 Kilometer sind wir bis jetzt schon gefahren. Na, wir sind jetzt Karriereentwicklung, wie sieht so aus? Ja gut, wir sind jetzt auch am Anfang. Ne, ist ganz neu jetzt hier. Wir sind im Moment, sind wir Profi. Wahrscheinlich kommt danach, glaube ich, alter Hase, wenn ich mich nicht irre. So, Beifahrt 50 EP. Ja, wir hatten doch immer hier irgendwo den Bug da mit der... ich weiß nicht, mal mit dem Renault, ich weiß gar nicht, wann das war. Irgendwo hier, glaube ich. Ist da nicht auch irgendwas in freie Fahrt ganz viel, aber ich glaube, danach konnte ich nicht speichern, deswegen haben wir nichts bekommen. Gut, okay, dann war es das von dem Teil. Wir haben bis jetzt 43 Frachten... ah ne, 40 Frachten abgeschlossen, wieso stehen hier unten 43, das war noch mit freier Fahrt wahrscheinlich. 25 Tage gespielt, 23... das sind 25 Tage sind im Spiel rum und fast 24 Stunden... ja, haben wir jetzt hier schon gespielt. Oh, jetzt sind wir genau über 45% erkundete Straßen. Und 300 Kilometer freie Fahrt. Aber ihr seht schon, was ist beim Dienst, sind wir viel, viel mehr gefahren. Aber dann war es das hier von dem Teil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sage tschüss und bis zum nächsten Video. Euer LineGamer1. Haut rein, ciao!